Hallöchen, Popöchen. Ich sollte mir irgendwie so eine Trademark-Begrüßung anfangen, oder? Alle erfolgreichen YouTuber haben so eine Trademark-Begrüßung. Nicht alle. Aber zum Beispiel Wesauce. Der sagt immer, hey Wesauce, Michael hier. Bam. Trademark. Wiedererkennungswert. Ich überlege mir auch was. Hallöchen, Popöchen ist zu generisch, oder? Das ist einfach... Das kann jeder. Wie wär's mit... Hallöle Popöle. Aha, habe ich mir selber ausgedacht. Oder Grüß Gott, Schafott. Oder Hallo, du Klo. Oder What the fuck ist das denn? Das ist eine gute Begrüßung, oder? Ein Gargoyle. Oh oh. Ein wütender Gargoyle. Ich meine, Geralt wird's schon wissen, aber ich kann mir vorstellen, mit einem Silberschwert auf so ein wandelndes Steinding hauen. Also, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es funktioniert ja scheinbar. Schon chillt. Cool, ich habe mich voll verdrückt, aber macht ja nix. Warum ist hier ein Gargoyle? Was bewachst du? Wer bist du und was willst du hier? Und warum willst du hier was wollen? Warum bewachen eigentlich so Monster so oft Schätze? Na, das macht schon Sinn. Die bewachen eigentlich gar nichts, die wohnen da. Und zufällig liegen da halt Schätze, die halt seit Hunderten von Jahren oder Jahrzehnten oder auch nur Jahren oder Tagen vielleicht auch nur. Auf jeden Fall hat die nie jemand geholt, weil da die Monster sind. Alle anderen Schätze, die so rumlagen, wurden halt einfach schon... gelootet, weil sie halt einfach nur so rumliegen. Aber wenn hier so ein dicker Gargoyle rumpatrouilliert, dann geht man halt da mal nicht hin und sagt so, oh, was liegt denn hier? Ja, stecken wir mal in die Hosentasche. Das ist dann eher gefährlich. Oh, mein Medaillon der Macht hat vibriert. Zumindest hat mein Controller vibriert. Aber jetzt bin ich verwirrt. Ist jetzt... Ist... Aha, warte mal. Da ist eine Spur. Aber wo denn jetzt? Ich kann hier Licht ausmachen und wieder anzünden. Aber sonst kann ich nichts. Es wird auch nichts rot markiert oder so. Was willst du mir sagen, Spiel? Soll ich den Grabstein hauen? Soll ich alle Kerzen ausmachen? Soll ich den Grabstein wegpusten? Soll ich mich hier so lange im Kreis drehen, bis Geralt schwindelig wird und er sich übergibt? Soll ich mal ins Inventar gehen und unser Schwert reparieren? Fragen über Fragen. Habe ich ein neues Schwert? Habe ich ein neues, gutes Schwert? Nö. Da, 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 da. Ich glaube schon, dass das Silberschwert kaputt geht, wenn man gegen so einen Gargoyle-Steinhand kämpft. Habe ich doch gesagt, Geralt. Habe ich es nicht gesagt, Geralt? Habe ich es nicht gesagt? Hast du nicht gesagt? Ach ja, genau, eine neue Begrüßung. Tentakulären Tag wünsche ich euch. Ich überlege mir vielleicht was. Aber ich finde, sowas muss wachsen. Sowas muss von Natur aus entstehen und nicht künstlich. Sonst ist es fake. Oder man macht es einfach zu einem Ding, ohne dass es wächst. Dann wird es auch was Natürliches irgendwann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mir mein Medaillon anzeigt, dass hier noch was wäre. Und ehrlich gesagt bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die Schatzkiste hier ausgegraut ist. Habe ich den Schatz schon gefunden oder nicht? Ich muss das mal im Vergleich zu anderen Sachen sehen. Teilweise, das habe ich in dem Spiel öfter. Ah ja, doch, im Vergleich zu dem Fragezeichen ist es sehr ausgegraut. Wenn man Sachen nur so in der Minimap sieht, bin ich mir teilweise nicht sicher, ist das jetzt schon grau oder noch weiß. Das sind halt die Übergänge fließend. So wie beim Laden von Feuer in der Ferne offensichtlich.
Nee, da sind die Übergänge eben eher nicht fließend. Da sind sie eher so, zack, jetzt wird's geladen. Das fällt halt bei Kleinzeug nicht so auf, aber bei Lichtquellen merkt man es halt natürlich ganz stark, wenn das plötzlich in Existence droppt. Jetzt laufen wir in die falsche Richtung, weil ich laufe schon wieder den gepunkteten Linien auf der Minimap nach, statt dem grünen Pfeil. Geralt, pass halt du auch mal ein bisschen auf. Immer habe ich die ganze Verantwortung für dein Handeln. Kannst du nicht ein bisschen Eigeninitiative zeigen? Schlimm, schlimm. Irgendwie sind Videospiele mit sprechenden Protagonisten, so wie eben The Witcher, so ein bisschen schizophren schon fast, oder? Also wenn man so drüber redet, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, beobachtet das mal. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, und dann bin ich durch den Sumpf gelaufen und habe 5 Monster getroffen und habe die mit meinem Silberschwert verhauen. Ein Ort der Macht. Und ich sollte Kraft daraus ziehen. Genau. Und dann hat Geralt gesagt, ein Ort der Macht. Ich sollte... Aber wer bin dann ich, wenn Geralt irgendwie nicht ich bin? Also irgendwie schon. Aber wisst ihr, was ich meine? Einerseits... Aber andererseits... Ich bin gleichzeitig Geralt, aber gleichzeitig ist Geralt Geralt. Geralt ist eine eigenständige Figur, die getrennt ist von mir. Aber gleichzeitig bin ich das auch. Ich bin auch eine eigenständige Figur, die von mir getrennt ist. Nein, ich bin auch irgendwie Geralt. Geralt ist mein Avatar. Der ist meine Verbindung zu dieser Welt. Und somit irgendwie ich in dieser Welt. Aber gleichzeitig ist Geralt Geralt. Und ich bin ich. Und bei Link zum Beispiel ist das eigentlich auch so. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es auch so. Dadurch, dass Link ein stummer Protagonist ist, ist das nur nicht so auffällig. Link steht da mehr so im Hintergrund und sagt so, nö, nö, hier, alles dein, deine Welt, deine, du bist du, ich bin ich, wir sind wir, alles gut. Und da ist es halt eher wirklich nur so eine Projektionsfläche. Da bin ich Link und Link ist eigentlich nie Link. Link ist schon irgendwie Link, aber das kommt im Spiel nie zum Vorschein, dass Link Link ist. Link ist immer ich. Das stimmt. Also in gewisser Weise ist es doch das Gleiche. Das Grundprinzip ist das Gleiche. Nur erinnert einem so ein Spiel wie Witcher öfter dran, dass Geralt Geralt ist. Und Link sagt eigentlich nie, ich bin übrigens Link. Link ist einfach nur ein Link. Deswegen heißt Link auch Link, weil er ein Link ist. Er ist nur ein Link. Er ist nur eine Verbindung. Er ist gar keine Figur. Und gerade solche Figuren, viele kritisieren die auch. Viele sagen, es ist ein Armutszeugnis der Narrative in Videospielen, wenn Charaktere stumm sind. Nö, sage ich dann nur. Finde ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Und es funktioniert sogar bei Leuten, die behaupten, dass es nicht gut funktioniert bei ihnen, weil sie nie drüber nachgedacht haben, dass es so ist. Es ist wirklich oft so. Denkt mal drüber nach. Wetten, es gibt auch den einen oder anderen Charakter, den ihr gut findet. Ja, ein stiller Protagonist ist. Ich trau mich wetten. Zum Beispiel den Doomguy. Oder den Protagonisten aus The Elder Scrolls. Nur mal so als Beispiel. Euren Protagonisten aus The Elder Scrolls. Ist nur eure Projektionsfläche. Der hat keine eigene Persönlichkeit. So wie viele andere auch. Und das sind teilweise die beliebtesten und bekanntesten Charaktere. Die stummen Charaktere. Gordon Freeman aus Half-Life. Die Halo-Frau. Mario. Crash Bandicoot. Ganz viele RPG-Helden, sowohl westlich als auch nicht westlich. Aber mir fällt es gerade nicht ein. Kein einziger. Aber es stimmt. Okay. Schöner Baum. Geralt mag Bäume. Weil Bäume sind auch beeindruckende Wesen, finde ich.
werden riesig uralt und sind irgendwie mächtig und gleichzeitig so sanft und... Jetzt können die jetzt zum Bären pflücken, oder wie? Naja, von mir aus. Jetzt musste ich hier eine ganze Population von friedlich lebenden Insektoiden auslöschen, nur damit die Leute hier Bären pflücken müssen. Weiß nicht, ob das in Relation steht, Leute. Ich hoffe, ihr habt Hungersnot. Sonst ist das nämlich hier nicht gut, was wir hier gemacht haben heute. Nicht gut. Du, 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 du. Wenn es um Leben und Tod geht, sage ich ja noch nichts. Aber sonst sollte man vielleicht nicht einfach so irgendwelche Populationen auslöschen. Just saying. Mit dem Schwert auf den Kopf. Oder auf die Schulter. Oder in den Hintern. Es ist eigentlich egal. Eigentlich hat Gerald und der Frywall einen freien Wal. Da drüben ist die kleinste Insel der Welt mit 2 Bewohnern. Mindestens. Muss ich da hin? Vielleicht. Oh, guck mal da oben. Ist das der Baum mit dem Pferd? Wie habe ich mich denn eigentlich... Ja, die Quest haben wir schon gemacht, oder? Wie habe ich mich denn entschieden im Let's Play? Ich weiß es nicht mehr. Bei meinem ersten Playthrough habe ich das Ding befreit. Und das hatte Folgen. Interessante Folgen. Ich weiß nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Kann mich nicht mehr erinnern. Muss ich vielleicht mal gucken. Ich kaufe mal Moneypfeifen. Hier kommen die Ertrunkenen her. Ich sollte es zerstören. Aber gleich kommt noch die Mama. Und sagt, hey, was ist denn hier los? Nee, keine Mama. Na gut, okay. Wenn das so ist. Wie vermehren sich die eigentlich? Legen die Eier? Sind das Amphibien? Oder darf man bei so Monstern... Ah, da ist die Mama. Du hast aber lange auf dich warten lassen. So. Oder darf man bei Ertrunkenen nicht so... bei Ertrunkenen. Ja, grundsätzlich bei Monstern. Nicht so denken. In Echtwelt vergleichen. Vielleicht. Vielleicht sind Nekrophagen einfach eine ganz eigene Familie. Die nichts mit anderen Wirbeltieren zu tun haben. Aber Nekrophagen sehen schon aus wie Wirbeltiere. Insofern, das würde schon auf einen gemeinsamen Stammbaum schließen lassen. Aber es sind ja eigentlich eher sowas wie Paralleluniversumsbewohner, die irgendwie hier zusammengeschmolzen sind. Die Witcher-Welt war ja ursprünglich, wenn mich nicht alles täuscht, die Welt der Elfen und der Zwerge. Bei den Halblingen bin ich mir nicht sicher. Und dann kamen irgendwie die Menschen. Und dann kamen irgendwie die ganzen Monster. Ich würde fast behaupten, die Menschen sind die schlimmsten Monster. Ist das die Metapher des Spiels, dass mit den ganzen anderen Kreaturen, die wir hier so bekämpfen, die Menschen kamen und die den Krieg und die Scheiße in die Welt gebracht haben? Könnte man so interpretieren. Menschen sind quasi Monster. Im Gegensatz zu den Elfen und den Zwergen, die keine Monster sind, sondern wunderschöne, edle Wesen. Vor allem die Zwerge. Vor allem die Zwerge, die man in der Stadt getroffen hat. Die sind halt vielleicht schon ein bisschen korruptiert vom Menschen oder so. Ich gebe den Menschen die Schuld, wie immer eigentlich. Wenn uns Bambi 1 gelehrt hat, dann dass immer der Mensch schuld ist. Wenn irgendwas passiert, einfach mal pauschal den Menschen die Schuld geben, weil höchstwahrscheinlich hat man recht. Insofern kann eigentlich da kaum was schief gehen. Stimmt, stimmt, stimmt. Da hat man einen sehr guten Universalschuldigen. Selbst wenn er mal nicht an was schuld sein sollte, was ja theoretisch durchaus mal der Fall sein könnte, einfach die Schuld geben. Wird schon stimmen. Was ist denn in den... Okay, an Corona zum Beispiel. Am Coronavirus hat der Mensch jetzt wahrscheinlich keine Schuld. Ich meine, natürlich, die Ausbreitung und so... Die funktioniert nur, weil der Mensch so dicht gepackt und so global lebt. Aber da kann man jetzt nicht von Schuld reden. Das ist halt einfach den Umständen geschuldet. Also, geschuldet, da kommt das Wort schon wieder vor, Schuld. Aber das ist jetzt nicht, wo man sagt, na, würdet ihr mal nicht irgendwie hier so in Städten leben, sondern würden wir den Planet gerecht aufteilen, dass jeder seine so und so viel Quadratmeter hat, wäre das nicht passiert. Und das ist ziemlich albern. Deswegen, ja... So, Krankheiten. Krankheiten sind nicht menschgeschuldet in der Regel.
Aber alles andere, dann wird es schon eng. Wie viele Arten sterben jeden Tag wegen dem Menschen? Viele, über 100 oder so. Ich weiß nicht, ob alle wegen dem Menschen sterben. Viele sterben wegen dem Menschen, aber ich kenne den Anteil von den 150 Arten, die im Durchschnitt jeden Tag sterben, kenne ich den Menschverschuldenanteil jetzt nicht. Aber der ist hoch, aber ich weiß ihn nicht genau. Ach Leute, jetzt ist ja auch noch ein Alghul, den kann man wieder nicht hauen mit seinen Stacheln. Naja, es geht schon. Alghul. Ich glaube, ich habe schon langsam mal wieder genug Monster-Mutagene. Damit ich mir die mal reinpfeifen könnte. Oder zumindest einfach mal upgraden. Warum bin ich hierher gekommen? Ach ja, wegen der Hauptmission. Es passt schon. Wo ist denn der Loot? Dankeschön. Alchemie, glaube ich. Wollte ich machen. The Art of Alchemy. Wo sind wir denn hier? Öle, Bomben, Tränke. Sind's wirklich? Stimmt das wirklich? Ah, warte. Da war's. Tatsächlich. Ich kann zum Beispiel schon ein blaues Mutagen machen. Ja! Das hat jetzt aber lange gedauert. Und ein grünes Mutagen. Oh, ich kann sogar mehr grüne machen. Und noch eins. Ja, ich habe gehofft, dass ich jetzt ein großes grünes Mutagen machen kann. Oh. Genau. Cool. Und ein rotes Mutagen. So. Kann ich irgendwie Sachen, die ich nicht craften kann, ausblenden? Das wäre irgendwie gar nicht so blöd. Größe der Beschreibung. Hä? Warte mal. Alle Teile vorhanden, Teile fehlen. Ach so. Aha, das ist gut. Wie grün. Linker Stick halten. Ja, passiert aber nichts. Naja, ist auch nicht so wichtig. Ich brauche eh keine größeren Beschreibungen. Das hat mich nur interessiert. So, jetzt lass mich mal. Jetzt bin ich aber verwirrt. Also, jetzt pass mal auf. Wie war denn das gleich nochmal, wenn ich hier jetzt was herstelle? Ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Something's wrong here. Aber wenn ich hier was herstelle, habe ich das doch für immer, oder? So war das doch. Ich muss das hier einmal quasi erfinden und dann gehört mir das für immer. Ich könnte zum Beispiel hier sowas machen, einfach mal. Zerstört Monsternester. Und ich kann die dann auch verbessern. Ja, genau, so war das. Okay, dann crafte ich jetzt einfach mal alles, was wir craften können. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich benutze zwar nie Bomben. Aber vielleicht sollte ich das. Zum Beispiel friert Gegner ein. Ist doch irgendwie cool, oder? Setzt beim Detonieren eine Giftwolke frei. Na, ist ein bisschen langweilig. Blendet Gegner. Ja, es ist auch ziemlich langweilig. Aber doch, dennoch. Doch noch. Denn. Dende. Dende gut, alles gut. Und Dende ist Gott geworden in Dragon Balls. Ich glaube, das ist ein gutes Ende, wenn man Gott wird, oder? Denk schon. Ich meine, man weiß es nicht. Ich war noch nie Gott. Vielleicht ist Gott sein echt scheiße. Aber der Vorgänger Gott hat den Job ziemlich lang gemacht und der hat sich nie beschwert. Insofern. Wer weiß. Ich meine, der Dragon Ball Gott sitzt halt auch den ganzen Tag nur oben auf seiner fliegenden Insel und schaut blöd. Was macht so ein Gott eigentlich? Nicht wirklich irgendwas, oder? Ist halt einfach so. Der existiert. Mehr kann man da nicht. Also.
Ich meine, der hat einen... Das ist eigentlich super. Der sitzt da oben auf seinem Schloss, hat nichts zu tun, macht überhaupt nichts. Alles, was er hat, ist Zeit. Und das Einzige, was er zur Verfügung hat da oben, ist der Raum von Geist und Zeit, in dem die Zeit noch langsamer vergeht. Das ist eigentlich... Oh mein Gott. Ich glaube, Gott in der Dragon Ball Welt sein ist super scheiße. Man sitzt da alleine mit Popo oben auf seiner Insel und kann überhaupt nichts machen. Es ist super langweilig. Und das Einzige, was du hast, ist quasi... was das die Zeit noch langsamer vergehen lässt. Das ist quasi ein ausgeklügeltes, perfides Foltersystem da oben im Himmel. Scheiße, jetzt will ich kein Gott mehr sein und ich habe mich schon beworben. Meine Bewerbung ist schon raus, verdammt. Ich muss sie noch irgendwie zurückholen. Nein, nein, liebe Göttervereinigung, ich will euch doch nicht beitreten. Zu spät, ihr wurdet bewilligt. Und dann trifft mich der Blitz, dann bin ich tot. Und dann guckt, weiß ich nicht, Prometheus, Zeus, vorwurfsvoll an und schüttelt langsam den Kopf. Und sagt, hast du etwa wieder die Tötenblitze statt die Gottwertblitze verwendet? Und dann lässt er den Kopf hängen und sagt, Entschuldigung. Ah, na super. Okay, was auch immer wir als nächstes suchen, ist ganz in der Nähe. Deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Nur 100 Schritte in die Richtung. Ich ignoriere mal, dass da Gegner sind. Das sind Krabbenspinnen. Noch 50 Meter. Gary alt. Wow. Da ist es. Ertrunkene da hinten. Ist uns eigentlich wurscht. Ich gehe in die Höhle. Was ist denn hier für grünes Licht in dieser Höhle? Wo kommt denn das bitte her? Grünes Licht mag ich nicht, denn das ist irgendwie giftig. Was ist denn das für eine Reflexion? Hier spiegelt sich irgendwie, glaube ich... Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, die haben versehentlich die Fake-Spiegelung von Wald hier in diese Höhle gesetzt. Und deswegen ist die Beleuchtung so komisch und deswegen spiegeln sich hier Bäume, die nicht existieren. Meine Theorie zu dieser Höhle. Falsche Pfützenspiegel-Engine-Matrix-Voreinstellungsgeschichte reingepluckt. Oder so. Naja. Hey, wir sind noch gar nicht fertig. Ach so, doch. Wir sind fertig. Ich verstehe. Na schön. Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt für heute Schluss. Beim nächsten Mal fahren wir übers Meer. Vielleicht fahren wir wirklich schon nach Skellige beim nächsten Mal und machen da die ganzen super niedrig-leveligen Quests, durch die wir einfach durchpupsen werden, wie sonst noch was. Schauen wir mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.